Ein herzliches Hallo hier bei Weitwinkel. Nachdem es beim letzten Mal um die Sterne und den Weltraum ging, wenden wir uns in dieser Ausgabe wieder den irdischen Dingen zu. Zertrümmerte Scheiben an Bushaltestellen, eingetretene Mülleimer und beschmierte Wände. Wir alle kennen das unter dem Sammelbegriff Vandalismus. Und das ist heute unser Thema. Zu Beginn haben wir uns einmal unter der Münsteraner Bevölkerung umgehört und waren erfreut, dass es zu diesem Thema differenzierte Meinungen gibt. Also Vandalismus ist ja für mich verbunden damit mit einer Sachbeschädigung, wobei man also auch vor Personenbeschädigungen also auch nicht Halt macht. Vor allem, dass man öffentliche Gebäude oder den öffentlichen Raum nicht achtet. Dass man meint, man kann da machen, was man will. Seinen Müll hinwerfen, irgendwie Sachen an eine Wand malen. Mutwillige Zerstörung. Wenn man fahrlässig Sachen kaputt macht bzw. zerstört. Wie es halt hier in Hamburg war. Dieser unnötige Vandalismus hat keinen Sinn gemacht, weil es auch kein Statement hatte. Es war einfach nur, hey, wir können plündern, wir können eskalieren und wir haben halt irgendwas, das wir in die Schuhe schieben können. Das ist dumm. Sticker sind in meinen Augen kein direkter Vandalismus. Wenn man zum Beispiel eine Säule hier um die Ecke macht, ist kein Problem. Ich kann es nachvollziehen, dass Läden es halt nicht an ihre Fensterscheiben haben wollen. Wenn es gut aussieht, farblich und vielleicht sogar noch eine kleine versteckte politische Botschaft, irgendwas hat, irgendwas Sozialkritisches, finde ich klasse. Graffiti kann ja auch Kunst sein, aber das, was man meistens sieht, ist nicht Kunst. Also ich stört mich zum Beispiel, wenn ich im Zug sitze und kann nicht mehr rausschauen, weil jemand meinte, seine Kunst an die Fensterscheibe malen zu müssen. Bis jetzt hatte ich nur ein Münster Fahrraddiebstähle und das war's. Ansonsten habe ich immer das Fahrrad gelitten, alles andere so, nee. Beste Beispiel sind für mich zum Beispiel Fußballspiele. Unsere Schule wird ganz oft beschädigt, also schon ein Opfer von Vandalismus geworden und das ist halt nicht so schön. Um Aufmerksamkeit zu erregen. Aus Frust, aus Fremdenhass, aus Dämlichkeit. Es ist eine Art Respektlosigkeit gegenüber der Gesellschaft, gegenüber den Mitmenschen, so sehe ich das. Ja, ich denke, das sind Leute, die vielleicht nicht ganz ausgeglichen sind, mit ihrem eigenen nicht zufrieden sind, weil anders kann ich mir das nicht erklären und vielleicht die Meinung anderer einfach nicht vertreten. Weil ihnen langweilig ist, weil sie versuchen, ein Statement zu setzen, weil sie einfach das Chaos lieben und wollen einfach ihren Zorn rauslassen an irgendetwas nicht Lebendigen, das heißt dementsprechend die Umgebung. Oder wenn man halt zu betrunken ist. Man merkt, dass auch in einer eher aufgeräumten Stadt wie Münster das Thema Vandalismus wahrgenommen wird. Deswegen wollen wir uns den Begriff jetzt ein wenig annähern, indem wir euch erklären, wie er definiert ist und was es da für Ausprägungen gibt. Dafür haben wir wie immer eine Animation vorbereitet. Thorsten sitzt gedankenverloren auf der Bank neben Horsts Kiosk und wartet auf seine Freunde, die wie immer zu spät sind. Aus Langeweile kritzelt er mit einem Stift kleine Bildchen an die Mauer. Das ist das Haus vom Nikolaus. Plötzlich steht eine Frau vom Ordnungsamt neben ihm. Was Sie hier betreiben, ist Vandalismus, junger Herr. Das fällt unter den Tatbestand der Sachbeschädigung. Siehe § 303 des Strafgesetzbuches. Unter Sachbeschädigung versteht man die rechtswidrige Beschädigung, Zerstörung oder eine erhebliche, bleibende Veränderung an einem Objekt. Eine Beschädigung kann das Zerkratzen des Autolacks sein, da hierbei der Lack, also die Substanz, verletzt wird. Wird aus einem Autoreifen unerlaubterweise die Luft herausgelassen, ist der Reifen zwar nicht kaputt, aber auch nicht mehr brauchbar. Auch dies zählt schon als Beschädigung. Wird ein Mülleimer durch einen Tritt so verbogen, dass er nicht mehr gebraucht werden kann, gilt er als zerstört. Übrigens, da Tiere im Strafrecht als Dinge beschrieben werden, zählt auch Tierquälerei als Sachbeschädigung und somit als Vandalismus. Als Grund für verkratzte Scheiben, beschmierte Wände, Aufkleber an Schildern oder eingeschlagene Scheiben wird oft Langeweile, Wut, Frustration oder Fanatismus genannt. Ein häufig diskutiertes Thema sind Graffiti. Während sich manche, wie unser Ladenbesitzer Horst, immer wieder über die Graffiti an ihren Wänden beklagen und sie mit großem Zeit- und Geldaufwand beseitigen müssen, gelten sie für viele Streetart-Künstler als künstlerische oder politische Ausdrucksform im öffentlichen Raum und nicht als Sachbeschädigung. Die Ordnungshüterin hat jedoch wenig Sinn für Thorstens Kunst und verpasst ihm einen Bußgeldbescheid. Als Horst am nächsten Morgen rausgeht, um seinen Kiosk zu öffnen, prangen an der Seitenwand die Worte: Kunst ist kein Verbrechen. Und daneben ein kleines Haus vom Nikolaus.
Vandalismus ist also Anwendung von Gewalt an Objekten, vor allem im öffentlichen Raum. Und diese Gewalt geht an niemandem spurlos vorbei, der sie mitbekommt. Tino Minas ist Soziologie-Doktorand an der Uni Münster und beschäftigt sich dort mit den gesellschaftlichen Auswirkungen von Gewalt im öffentlichen Raum. Und wir haben mit ihm über dieses Thema gesprochen. Hallo, ich bin Jakob. Gewalt im öffentlichen Raum ist ja unser übergreifendes Thema und dafür habe ich mir jetzt einen Gast fürs Interview besorgt, nämlich Tino Minas vom Institut für Soziologie der Uni Münster. Ja, Herr Minas, schön, dass Sie da sind. Bitte stellen Sie sich doch einmal kurz vor und was Sie so machen, woran Sie forschen. Ja, schönen Dank für die Einladung. Ich arbeite am Institut für Soziologie hier an der Universität Münster. Ich bin dort beschäftigt als Lehrkraft und habe nebenbei auch noch ein Projekt, das sich beschäftigt mit Gewalt im öffentlichen Raum. Da geht es dabei darum, unter einer makrotheoretischen Fragestellung sich damit zu beschäftigen, wie sich sozusagen rechtliche Formate auswirken auf die Handlungskoordination. Und zwar an besonders exzessiven Gewalttaten, also spontane Prügeleien an U-Bahnhöfen. Gut, jetzt also unser Thema, unser übergreifendes Thema ist ja Vandalismus. Wie denken Sie da, ohne dass das jetzt konkret Ihr Forschungsfeld wäre, aber wie denken Sie, kann das so ein bisschen die persönliche Wahrnehmung seiner Umgebung, vielleicht eben auch des Sicherheitsempfindens und so, wie kann das beeinflussen? Also zunächst einmal würde ich natürlich sofort zugestehen, ja, in dem etwas vielleicht maroderen Stadtviertel zu wohnen, ja, das will natürlich niemand. Mhm. Wenn wir in Münster schon sind, ja, es gab ja vor kurzem eine Ausstellung, ja, die Skulpturausstellung, ja, genau, und, genau. Und in diesem Zusammenhang ist ja auch zum Beispiel in der Lokalpresse und auch übrigens auch in der überregionalen Presse, in der FAZ, berichtet worden über die Zerstörung von zum Beispiel von dem Eisenmann, der Eisenmann-Skulptur, Nicole Eisenmann. Da waren so vier Figuren und bei einer wurde unter anderem der Kopf abgerissen und der ist dann auch wieder aufgetaucht und so weiter. Ja. Und wenn man jetzt sich sozusagen fragt, was ist da eigentlich der Fall, ja, dann kann man ja schnell sagen, ja, es gibt hier sozusagen eine Art von, das war der Tenor von diesem FAZ-Artikel, ja, gibt es eine Form des Kunstvandalismus, ja, und das bedeutet hier, lässt sich möglicherweise ablesen, dass es so etwas wie eine Gleichgültigkeit gegenüber den öffentlich zur Verfügung gestellten Gütern gibt. Mhm. Ja. Also ich meine, in diesem Fall ist es ja auch wirklich Kunst im öffentlichen Raum gewesen, statt jetzt irgendwie weggesperrt in einem Museum, wo dann einfach um 20 Uhr die Tür dicht gemacht wird. Trotzdem, also dass es jetzt eben gerade an der Kunst sich entladen hat, die dort im öffentlichen Raum steht, ist dann ja schon einfach was anderes. Würden Sie da irgendwie Selektivität unterstellen, dass dann tatsächlich das so gezielt ausgewählt wird, heute mache ich was Schönes kaputt? Oder? Also diesen Ton hatte es tatsächlich, ja, in der Berichterstattung. Also mit dem, wieso wurde der Kopf jetzt abgerissen, wieso muss man den Kopf jetzt abreißen? Mhm. Ja? Wenn man sich darüber beklagt, dass sich nicht genügend Menschen aufregen, mhm, ja? Also wenn sozusagen die Empörung ausbleibt über solche Ereignisse oder sozusagen in der Folge, ja? dann könnte das darauf beruhen, dass man meint, der moralische Zusammenhalt, also die Gesellschaft, verstanden als eine politische Gemeinschaft, hat sozusagen Defizite aufzuweisen. Ja? Das ist jetzt sozusagen mit Bezug auf die Differenzierungstheorie in der Soziologie, ja, also die sozusagen makrotheoretische Fragestellungen behandelt, von vornherein problematisch. Also in dem Moment, in dem man sozusagen gewährleisten kann, durch einen Artikel, zum Beispiel dem der alte, wie in der FAZ, eine sprachliche Form zu finden, die ernsthaft behaupten kann, dass sie sozusagen den Fall sachgerecht, professionell bearbeitet, würde quasi, das ist die Perspektive von Parsons, ja, Talcott Parsons, dann würde quasi eine Solidaritätsform, die der modernen Gesellschaft im Komplexitätsgrad angemessen ist, abgerufen. Und dann gibt es eigentlich sozusagen erst einmal keinen Bedarf, sage ich mal, ja, übermäßig zu moralisieren. Ja? Sondern dann können diese Fälle sozusagen eingeordnet werden. Auch die Justiz würde an dieser Stelle ja so eine Art Vorschlag machen, wie man mit diesem Fall umgehen kann. Ja? Und die Justiz würde jetzt
zum Beispiel mit Bezug auf den Paragraphen im Strafgesetzbuch, das heißt Sachbeschädigung, ja, versuchen diesen Sachverhalt adäquat aufzubereiten. Ja, wobei, also wenn ich da kurz einhaken kann, wenn es jetzt um die Moral der Gesellschaft geht, dann muss man ja schon anerkennen, dass jetzt ein zerbeulter Mülleimer oder eine beschmierte Wand schon was anderes ist als ein abgerissener Kopf von einem Kunstwerk. Eine besondere Leistung des Rechts besteht darin, dass sie gerade von den Eigentümlichkeiten des speziellen Falles absehen kann. In dem Moment, in dem es gelingt, einen übergeordneten Standpunkt, ja, eine übergeordnete Perspektive auf den Fall einzunehmen und das auch sozusagen sich verfängt und greift, also dass zum Beispiel auch die Geschädigten dann danach sagen können, ja, okay, ja, ich hätte mir jetzt was Besseres vorgestellt vielleicht, aber es ist sozusagen besser als nichts, ja, ist sozusagen mit Bezug auf das Problem der Kohäsion der Gesamtgesellschaft erst einmal keine Notwendigkeit, die Alarmglocken zu läuten, angemeldet. Ja. Ja, dann vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Minas. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, schönen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Wie wir schon gehört haben, sind Graffiti ein wichtiger Teil unseres Themas. Wir haben uns mit Stefan getroffen. Stefan war früher aktiver Teil der Sprayer-Szene hier in Münster. Und was er über diese Szene zu berichten hat, erklärt er uns im folgenden Porträt. Mein Name ist Stefan Cooper, ich bin 38 Jahre alt, studiere soziale Arbeit und ja, mein Hobby ist Graffiti. Ich bin 1993 angefangen, da habe ich meine erste Skizze gemalt in der Schule. Und seitdem konnte ich meine Finger nicht mehr davon loslassen sozusagen und mal eigentlich fast täglich. Man muss allerdings sagen, mittlerweile ist es mehr Kunst als Graffiti. Wir sind immer viel rumgefahren. Also ich hatte dann halt auch ein paar Freunde, mit denen wir halt immer uns getroffen haben, gezeichnet haben viel und damals immer mit einem Wochenendticket immer durch die Gegend gefahren und haben uns immer Bilder angeschaut und Hall of Fames in anderen Städten. Natürlich gibt es viele Sachen, auf die man achten sollte. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal Respekt gegenüber anderen Leuten und anderen Bildern zu haben und nicht einfach irgendwie darüber zu gehen und die überzumalen und zu wissen, wer steckt dahinter oder was sind das für Leute. Vor allen Dingen auch, wenn man irgendwie auch nicht besser ist als derjenige, der das schon gemalt hat. Also man sollte schon auf jeden Fall Respekt mitbringen und natürlich gibt es auch Regeln, an die man sich halten muss. Graffiti ist für mich mein Lebensgefühl. Also ich zeichne gerne und bin gerne kreativ und ich liebe die Farben, die Formen, die Zeit mit meinen Freunden zu verbringen und eine schöne Wand zu machen, gestalterisch zu sein. Irgendwann hatte ich Lust, was zu Hause zu machen und nicht nur immer nach draußen zu gehen, habe mir Leinwände gekauft, ein bisschen Farbe und habe einfach ausprobiert und mittlerweile, mache ich das eigentlich hauptsächlich. Aber Graffiti halt auch immer noch. Geh gerne mit Freunden raus, malen dabei, Grill an. Wo fängt Vandalismus an, wo hört er auf? Keine Ahnung. Vandalismus ist ein weit oder ein dehnbarer Begriff. Ich kann schon verstehen, dass ein Hauseigentümer da sauer ist, wenn das irgendwie besprüht worden ist oder so und er das entfernen muss von seinen Kosten, weil man den Täter nicht findet. Also verstehe ich schon auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz sehe ich Graffiti gerne im Stadtbild. Die Grenzen sind oftmals fließend, aber manche Eingriffe in den öffentlichen Raum sind durchaus künstlerisch motiviert. Gerade bei sehr aufwendigen Graffiti bleibt man öfter mal stehen und bewundert, wie viel Mühe eigentlich dahinter steckt. Das Ganze geht so weit, dass von privater oder öffentlicher Seite Street-Art-Künstler engagiert werden, um bestimmte Flächen zu verschönern.
Wir haben uns mal eine Kamera geschnappt und nach solchen Verschönerungen im Raum von Münster Ausschau gehalten. Und auf dieser positiven Note möchten wir uns auch schon wieder von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal bei Weitwinkel.